Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr seht mich heute nicht, sondern viel, viel mehr von unserem Ankleidezimmer. Es gehört nämlich mir und meinem Freund. Aber ich wollte heute ehrlich gesagt mal drauf eingehen, auf die ganzen Regale und Systeme und allem anderen Accessoires, wo habe ich das her, wo habe ich das gekauft, warum habe ich das genommen, ist das auch gut und ja, also ich finde das immer ganz interessant, weil so kann man das neu organisieren, gegebenenfalls kann man das auch bei sich selber umsetzen, wenn man jetzt ein extra Zimmer hat oder eine Kammer. Ja, starten wir doch einfach mal hier drüben. Ihr seht ja hier, das sind zwei Kleiderstangen, die sind auch direkt an die Wand befestigt. Na, die bohrt man halt quasi an. Diese gab es bei Amazon, gibt man einfach ein. Es gibt verschiedene Varianten dazu. Diese habe ich ganz normal über Amazon gesucht und das sind sie geworden. Ich mag persönlich diese weißen Holzbügel, gibt es überall. Also ich habe unter anderem bei Amazon schon bestellt. Ich nehme immer mal 5er-Pack bei IKEA mit. Oder auch bei Möbel Boss gibt es die auch. So, dann das hier drüben. Ich zoome das mal ein bisschen ran. Ihr könnt das schon sehen. Hier unten sind zwei Ablageflächen. Dann hier oben seht ihr eine lange Kleiderstange. Die ist circa 2 Meter. Und oben ist wie gesagt auch noch mal eine Ablagefläche. Wie ihr sehen könnt, ist das auch an der Wand direkt befestigt. Das sind drei Leisten und dann wird diese Ablageflächen werden automatisch reingeklickt. Das habe ich jetzt speziell bei Regelraum gefunden. Es ist wirklich die einfachste Variante aus dem Grund. Es reicht aus für uns. Einfachen Konstellation kostet es um die 250 Euro. Ja, aber man bekommt halt viel aufgehangen. Na, ich hatte, wie gesagt, noch hier die zwei dazu. Habe ja auch noch mal eine extra Kleiderstange, kommen auch dann noch mal dazu. Ja, also einfach, wer gerne alles aufhängen möchte, ist das die beste Variante. Hier unten habe ich jetzt die Kästen, bitte nicht lachen, von IKEA von der Kinderabteilung. Die sind ganz praktisch, weil A haben die Rollen und B, ja, sehen sie jetzt nicht allzu unschön aus, also passt ganz gut rein. Und man bekommt halt noch so Sachen verstaut wie, ich habe jetzt hier vorne Bastelzeug, dann habe ich noch diverse andere Handy-Sachen, Zubehör, was einfach nicht in die Wohnstube gehört oder so. Also alles verschiedene Sachen kann man dort, sage ich jetzt mal, verstauen. Ja, gehen wir gleich weiter zu dieser Sitzbank. Und die habe ich auch sehr günstig bei Amazon bekommen. Gibt dir, glaube ich, eine Sitzbank. Für ca. 30 Euro kostet die. Ja. Also gibt es auch in verschiedenen Farben. Ja, dieser flauschige Teppich, den habe ich gefunden auf otto.de. Ich dachte gar nicht, ich musste eigentlich flüstern, ne? Gefunden auf otto.de. Ja, schaut einfach mal. Ja, hier hinten, bisschen Deko. Ist auch von IKEA. Also diese Fläschchen, die gab es neu. Die hier, da. Und die anderen hatte ich ja in dem Gartenmarkt, sagt man das so? Ja, ich glaube, bei IKEA gefunden. Ja, ja, wie ihr hier schon sehen könnt, die berühmt-berüchtigten Billigregale. Also ich liebe die total, A, weil man wirklich sehr, sehr viele Schuhe unterbekommt und weil man sich auch noch extra Regalböden dazu kaufen kann. Also für diese größeren Billis, die kosten 10 Euro bei den etwas kleineren, die kosten 5 Euro. Wie gesagt, es ist wirklich perfekt, wie ihr sehen könnt. Passt es auch sehr gut für viele Schuhe. Ja, macht sich echt super.
Ja, wie ihr euch noch erinnern könnt, stand da mal mein kleiner Beauty Place. Da habe ich jetzt ein bisschen umgeräumt, weil ich wollte es einfach ein bisschen im Tageslicht haben. Und ich finde, sieht so besser aus, weil ja, passt wirklich perfekt rein. Hier die Kleiderstange, die hatte ich euch schon in dem anderen Video ein bisschen vorgestellt, aber da ging es ja mehr oder weniger um Tipps und Tricks. Und ja, diese jetzt speziell habe ich von IKEA auch. Die kann man auch verstellen. Ich hatte schon hochgestellt, wie ihr sehen könnt, ist das ein bisschen lang da unten. Also ich könnte noch ein Stück höher gehen, aber das würde sonst nicht mit den Regalen hier passen. Gibt es auch bei IKEA. Ja, in der Bilderabteilung. Ja, diesen Spruch bzw. das Wandtattoo gibt es nicht bei der Tine Wittler, sondern ich habe es auch bei Amazon bestellt. Also war auch kostengünstiger. Ich glaube, es kam um die 10 Euro. Ja, wie ihr sehen könnt, mag ich auch hier diese Einheit. Ne? Also, dass es wirklich alles in Holzbügeln ist. Also bei mir darf auch kein anderer dazwischen sein. Das mag ich einfach nicht. Und alles halt farblich auch sortiert. Wurde mir mal gesagt, es sorgt für gutes Karma. Dann soll es bitte so sein. Ja, also das ist auf jeden Fall, es sorgt nicht nur für gutes Karma, es ist auch eine gute Sortierung. Also weil man dann auch besser sich zurechtfindet und man kann dann durchschauen am Morgen. Also ich schaue jeden Morgen, was könnte ich jetzt anziehen. Ja, passt. Also wie gesagt, es muss nicht diese Kleiderstange sein, es gibt verschiedene andere. Aber ich fand die halt, A, es ist schlicht mit dem Weiß. B, 15 Euro kann man machen. Ja, hier drüben haben wir noch einen Spiegel natürlich, dass ich mich hier natürlich auch noch mal ein bisschen anschauen kann. Ganz klar. Ja, der ist auch von IKEA, 35 Euro. So, und als letztes meine kleine Mädchenecke. Ja, Beauty Place, Fashion Place, was auch immer. Ich fand das schon immer hübsch. Ich habe dann eine ganzen alten Zeitung rausgesucht, was ich halt am schönsten fand. Habe ich halt eingerahmt. Das ist Ribba von IKEA. Mal wieder. Die kosten um die 10 Euro. Gibt es aber auch unter anderem bei Amazon. Ja, und hier habe ich mich mal kreativ ausgelebt. So ein paar Sachen. Ja, was ist so Trend? Also einfach als Inspiration. Na, man sieht es auch viel schwarz und weiß. Ja, ich fand das ganz hübsch. Wie gesagt, dadurch, dass es ein Ankleidezimmer ist, gibt es noch einen gewissen Charme. Einfach. Ja, wie auch mit den Bildern. Ich meine, klar, Prada Marfa, wer hat das nicht? Sollte man sich die Frage stellen. Ja, gehen wir mal hier drauf ein. Diesen kleinen süßen Schminktisch. Den gab es auch bei Amazon. Ihr werdet es nicht glauben. Süße Sessel. Den hat mir mal meine Freundin gezeigt. Ich fand den ultimativ bequem. Und man kann den auch drehen. Na, man kann den auch Höhen verstellen. Das ist echt prima. Drüben haben wir wieder das kleinere Billigregal, um einfach noch die ganzen anderen Sachen unterzubekommen. Zum einen und habe dann Muji gefunden. Und Muji gibt es auch unter anderem in Berlin am Hackeschen Markt und auch in Berlin in der Mall of Berlin. Also ich bin ein Fan davon. Ja, macht sich ganz gut für lange Ketten vor allem und allgemein für Ketten, für diese ganz zarten, dreireihigen, zweireihigen oder sonstige. So gehen wir etwas weiß. Auch von Muji, die ganzen Boxen ist eigentlich für einen Schreibtisch gedacht. Aber auch kann man auch für, wie gesagt, für diverse andere Sachen nutzen. Ich nutze sie halt für meinen Schmuck, für meine Sonnenbrillen, für mein Make-up und das ist perfekt. Also vielen Dank, Muji. Hier musste ich auch so lachen, als meine Mom hier war. Hier sieht aber auch so ein bisschen unordentlich aus. Sagte sie bloß, Mensch, was hast denn du dort für eine Armee? Ja, das ist meine Essie-Armee. Ich habe natürlich viele, viele Farben und LEs und ja. Aber die dürfen nicht fehlen, weil ich finde, mit der beste Nagellack.
Und die fand ich so schön und habe die natürlich aufgehoben. Vor allem das Schwarz-Weiße. Und sieht man jetzt nicht hier unten, das ist die Paris Edition. Ja. Genau, und jetzt zeige ich euch noch meine kleine Sammlung. Mal.